Hat begonnen, fortsetzen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt einmal zur Feuerwache. Oh, ich muss erst mal was trinken. Ne, dehydrieren und so. Wer weiß, was für ein Einsatz das ist. Oder was für eine Übung. Aber ich finde es ganz cool gemacht. Natürlich gibt es hier Bugs. Es gibt aber auch ganz viele, sag mal, Let's Player, die sich einfach über alles aufregen. Also man soll Spiele nehmen, wie sie sind. Und entweder sind sie was oder nicht. Natürlich darf man auch Probleme ansprechen. Ne? So ist es ja nicht. Und das Spiel, das gibt es jetzt auch schon länger. Das ist richtig. Öffnen. Setzen uns rein. Machen zu am besten. Fährt sich besser. Ich glaube, hier hinten geht es auch raus, oder? Nee, doch, da hinten geht es sogar raus. Das ist sogar der eigentliche Weg. Zum Glück haben wir keinen Feuerersatz. Okay. Ja, zur Wache, die ist zum Glück nicht weit. Meine ist sogar noch näher hier. Wobei ich nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr bin, deswegen nützt mir die kurze Strecke auch nichts. Und es wird sich ja ändern bald. Jetzt geradeaus zeigt er an. 50 zeigt er an. Und scheinbar habe ich einen Standardplatz. Dass ein Maschinisten Ausbildung machen muss. Verlassen. Dann gucken wir mal. Hier mal reingucken, was der Peter diesmal hat. Rennt er im Sauseschritt. Hallo. Hallo. Am nächsten. Der nächste Schritt deiner Ausbildung steht an. Ja. Du kannst nun an einem weiteren Lehrgang teilnehmen. Druck mal zwei machen wir, komm. Alles klar. Wir beginnen wie letztes Mal auch mit etwas Theorie. Und danach wartet Rainer unten mit der Praxis auf dich. Jo, dann Rainer. Heute wollen wir über das Vorgehen am Einsatzort sprechen. Kann ich nicht hinsetzen? Nee. Dazu schauen wir uns die verschiedenen Rollen der Einsatzkräfte und deren Aufgaben an. Zunächst gehen wir aber einige Grundlagen der Brandbekämpfung durch. Um ein Feuer effektiv zu löschen, muss man erstmal verstehen, wie ein Feuer brennt. Ein Feuer benötigt drei Dinge, um zu brennen: brennbares Material, ausreichend Sauerstoff und eine gewisse Zündtemperatur, um das Material zu entzünden. Ein Feuer geht aus, wenn man eines dieser Dinge entfernt, beispielsweise den Sauerstoff entzieht oder die Temperatur weit genug absenkt. Um das zu erreichen, gibt es verschiedene Löschmittel mit unterschiedlichen Wirkungsweisen. Wasser hat vor allem eine kühlende Wirkung. Dadurch fällt die Zündtemperatur weg und das Feuer wird gelöscht. Mit Schaum oder dem CO2-Löscher wird die Sauerstoffzufuhr des Feuers gemindert, wodurch es erstickt. Die Effektivität des Löschmittels hängt dabei von dem brennenden Material und den Begebenheiten vor Ort ab. Es ist zu beachten, dass es Brennstoffe gibt, die in Verbindung mit dem falschen Löschmittel noch gefährlicher werden. Bei Fettbränden ist das Zuführen von Wasser extrem gefährlich und kann eine explosionsartige Ausbreitung des Feuers verursachen. Schaum hingegen darf nicht bei elektrischen Anlagen eingesetzt werden, da dieser nur aus geringer Distanz eingesetzt werden kann. Es kann kein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden. Es ist also sehr wichtig, die Situation am Einsatzort richtig einzuschätzen, um sich für die effektivste und sicherste Vorgehensweise entscheiden zu können. Und das ist eine große Verantwortung. Aber keine Sorge, im Einsatz wird immer ein erfahrener Kollege als Gruppenführer vor Ort sein. Dieser wird die Entscheidungen treffen, wann und was genau zu tun ist. Wichtig ist, dass du seinen Anweisungen Folge leistest. Damit kommen wir auch schon zum zweiten Teil.
der Grundstruktur eines Einsatzablaufs und der Rollenverteilung innerhalb der Feuerwehr. Es gibt innerhalb der Feuerwehr mehrere taktische Einheiten, die zu einem Einsatz ausrücken. Der Trupp bildet die kleinste Einheit und besteht aus zwei Einsatzkräften, einem Truppführer und einem Truppmann bzw. dem Maschinisten. Die zweite Einheit ist die Staffel. Diese Einheit besteht aus 6 Einsatzkräften, einem Gruppenführer, einem Maschinisten und 2 Trupps mit je 2 Personen, dem Truppführer und dem Truppmann. Anschließend folgt die Grundeinheit der Feuerwehr, die Gruppe. Sie besteht aus 9 Einsatzkräften, dem Gruppenführer, einem Melder, einem Maschinisten und 3 weiteren Trupps zu je 2 Personen. Die größte reguläre taktische Einheit ist ein Löschzug, welcher gemäß Definition aus 22 Personen besteht. Neben 2 vollständigen Gruppen besteht dieser aus dem Zugführer, dem Führungsassistenten, einem Melder sowie einem Fahrer. Schauen wir uns mal ein paar verschiedene Rollen innerhalb einer Gruppe im Detail an. Der Gruppenführer ist für den Einsatz und die Sicherheit der Einsatzkräfte verantwortlich. Er bestimmt die grobe Vorgehensweise und gibt den Einsatzbefehl. Alles hört auf sein Kommando. Der Maschinist ist der Fahrer des Fahrzeuges und für dieses verantwortlich. Er unterstützt bei der Entnahme von großen Geräten und bedient die Pumpe. Es folgen die 3 Trupps mit verschiedenen Kernaufgaben, wobei jeder Trupp als Priorität die Rettung von Leben hat. Der Angriffstrupp nimmt das erste Strahlrohr vor und beginnt als erstes mit der Rettung von Menschen und Tieren. Er ist ganz vorne mit dabei. Der Wassertrupp ist vorrangig für die Löschwasserversorgung zuständig. Daneben unterstützt er den Angriffstrupp und sichert diesen im Einsatz unter PA ab. Je nach Einsatzlage kann der Gruppenführer auch Sonderaufgaben befehlen. Der Schlauchtrupp hilft beim Verlegen von Schlauchleitungen und sichert den Einsatzbereich gegen Verkehr und Dunkelheit ab. Natürlich kann er ebenfalls für andere anfallende Aufgaben eingesetzt werden. So viel zur groben Übersicht. Das ist für heute wirklich genug Theorie. Es wird Zeit, dass du dich ein bisschen bewegst. Rainer wird dir in der Praxis einen Einsatzablauf etwas näher bringen. Ich habe vorher Kniebeuge gemacht. Aber vergiss nicht, vorher die Einsatzkleidung anzuziehen. Ja, auch zu Rainer, verstanden. Danke, danke. Einsatzkleidung und... Oh, hallo. Guten Dame. Oh, ich glaube, die sind schon für mich dabei. Rainer, Rainer. Du bist echt okay. Rainer, Rainer. Every time fair play, wo bist du? Rainer, da bin ich. Du hast ja gar nicht deine Uniform an. Rainer. Willkommen zum zweiten Teil der Truppmann-Ausbildung. Danke. Schön, danke. Dich hier wiederzusehen. Heute geht es etwas tiefer in die Praxis. Noch tiefer? Daher werden die Kameraden, die schon beim Auto stehen, ebenfalls mitmachen. Für sie ist das eine gute Übung, aber für dich eine wichtige Ausbildung. Also, gut aufpassen. Die Sachen, die du hier lernst, können später Leben retten. Lass uns direkt loslegen. Wir simulieren heute einen Kleinbrand. Dazu haben wir hier ein Übungsfeuer aufgebaut. Deine Aufgabe wird es sein, diese Paletten im Angriffstrupp mit einem Hohlstrahlrohr zu löschen. Da hier eine dringende Brandgefahr droht, ist das erste Kommando: Angriffstrupp zur Brandbekämpfung über den Hof vor. Also setzt du mit den Kameraden einen Verteiler und dann kann direkt das erste Strahlrohr vorgenommen werden. Na los, beeil dich, das Feuer wartet nicht auf dich. So. Teiler setzen. Den Verteiler platziert. Sobald die Verbindung zum Fahrzeug liegt, kannst du dir das Hohlstrahlrohr schnappen. Was machst du denn jetzt hier? Okay, Hohlstrahlrohr. Oh, ich glaube, ich habe eine Fehlermeldung. Mal gucken, ob wir da wieder reinkommen. Oh. Willkommen zum zweiten Teil der Truppmann-Ausbildung. Schön, dich hier wiederzusehen. Heute geht es etwas tiefer in die Praxis. Daher werden die Kameraden, die schon beim Auto stehen, ebenfalls mitmachen. Für sie ist das eine gute Übung, aber für dich eine wichtige Ausbildung. Also, gut aufpassen. Die Sachen, die du hier lernst, können später Leben retten. Lass uns direkt loslegen. Sehr gut. Die ganze Schule noch mal wieder annehmen.
Wir simulieren heute einen Kleinbrand. Dazu haben wir hier ein Übungsfeuer aufgebaut. Deine Aufgabe wird es sein, diese Paletten im Angriffstrupp mit einem Hohlstrahlrohr zu löschen. Da hier eine dringende Brandgefahr droht, ist das erste Kommando Angriffstrupp zur Brandbekämpfung über den Hof vor. Also setzt du mit den Kameraden einen Verteiler und dann kann direkt das erste Strahlrohr vorgenommen werden. Na los, beeil dich! Das Feuer wartet nicht auf dich! Den Verteiler platziert. Sobald die Verbindung zum Fahrzeug liegt, kannst du dir das Hohlstrahlrohr schnappen. Das Hohlstrahlrohr? Was ist das hier vielleicht? Hohlstrahlrohr. Aufheben. Muss man hier noch Schläuche holen, ne? Das ist die klein. Das habe ich ja schon. Was wollte ich jetzt anderes als das? War auch noch ein Schlauch oder nicht? Ach, hol da jetzt schon. Das sieht doch gut aus. Während du dich ganz auf das Löschen konzentrierst, geht es natürlich rundherum auch weiter. Nebenbei baut der Wassertrupp eine Wasserversorgung zur Pumpe auf. Und der Schlauchtrupp sichert den Einsatzort. Da wir auf unserem eigenen Hof sind, sparen wir uns die Verkehrsabsicherung heute mal. An dir liegt es jetzt, die Gefahrenquelle zu beseitigen. Du kannst anhand der Wasserdampfwolken erkennen, ob du das Feuer effektiv löschst. Sobald das Feuer gelöscht ist, sind wir mit der Übung durch. Noch, jetzt schubt hier was rumgewickelt, sehr gut. Der Grundherd hat sich verändert, okay.
Oh, schon raus, oder nicht? Wasser muss noch hier rein. Ah, fantastisch. Du hast die Gefahrenquelle beseitigt. Das war der erste Teil. Folg mir. Wir haben noch was anderes vorbereitet. Okay. Ohne Fahrzeug. Hier bin ich. Wir haben heute noch eine weitere Übung für die Kameraden aufgebaut. Dabei geht es um die Personenrettung aus diesem Unfallfahrzeug. Komm mit! Wir schauen uns gemeinsam an, wie so ein Einsatz aussehen kann. Die zu rettende Person wird heute von unserer treuen Rettungspuppe gespielt. Die Kameraden nennen sie Trauma-Sepp. Bei der technischen Hilfeleistung bleiben die Grundaufgaben der Trupps ungefähr erhalten. Der Angriffstrupp versucht schnellstmöglich, die Gefahrenquelle zu beseitigen. Dazu müssen sie das Auto öffnen, um Trauma-Sepp zu retten. Die Kameraden unterstützen dabei, indem sie Geräte bereitlegen und einfache Aufgaben übernehmen. Gute Vorbereitung rettet auch hier Leben. Daher gibt es eine Plane, auf der wir Werkzeuge bereitlegen, die eventuell benötigt werden. Um die schweren hydraulischen Geräte zu bedienen, wird ein spezieller Lehrgang vorausgesetzt. Bis du diesen abgeschlossen hast, kannst du bei der Gerätebereitstellung mit anpacken. Hilf den Kameraden dabei, die Plane zu bestücken. Okay, und jetzt? Was soll hier so? Zack, zack. Hebe auf. Okay, und jetzt? Was war's, ne? Jetzt, da alle Werkzeuge bereit liegen, müssen wir noch eine sehr wichtige Sache tun, bevor wir mit den Geräten am Fahrzeug arbeiten können. Wir sichern das Auto mit Bremsklötzen davor, wegzurollen. Okay. Und klemmen zur Sicherheit noch die Batterie ab. Dies dient der Sicherheit der verunfallten Personen, aber auch unserer eigenen. Zusätzlich kümmert sich im Einsatz auch ein Trupp um den Brandschutz. Dies ist besonders wichtig, da die Person im Fahrzeug bei einem Brand nicht einfach weglaufen könnte. Ich muss die Klötze holen. Zack, 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 zack. Okay.
Aber gut gemacht. Machen die schön, ne? Besonderer Schwerpunkt eines Einsatzes ist das Retten und Schützen von Leben. In einer Situation wie dieser hier ist ein wichtiger Punkt, mit der zu rettenden Person zu reden. Dabei kann man am besten erklären, was man tut und wie man die Person befreien wird. Das kann helfen, eine Person zu beruhigen und Sicherheit vermitteln. Es ist wichtig, dass wir versuchen, das Risiko von Panik- und Angstreaktionen so niedrig wie möglich zu halten. Auch wenn die Zeit drängt, sollte bei der Rettung immer die Situation der betroffenen Person beachtet werden und der Transport unter Beachtung der rettungsdienstlichen Erfordernisse erfolgen. Jetzt die Tür raus. Die Tür ist jetzt offen. Nee, raus. Hol doch mal unseren armen Trauma-Sepp aus dem Auto und bring ihn hier zum Ablageplatz. So verletzt sieht er gar nicht aus. Da brauchen wir keinen Rettungswagen, oder? Nee, gute nee. Arbeit heute. Beinahe der Vorschlag. Hilf doch eben den Kameraden beim Aufräumen. Na klar. Danach kannst du dich umziehen und dich beim Schulungsleiter melden. Na klar. Zack, zack, dann können wir das hier noch rein. So. Und hier noch die Tür? Ne, die Keil, ne? Wo muss die denn hin? Mal gucken. Ah, da. Okay. Sehr gut. Danke, Jungs. Ja, das war die erste Folge. Ich melde mich jetzt oben. Wobei, das können wir noch zusammen machen. Und dann war das die Schulung 2. Truppmann 2, ne? Das war die Schulung. Sehr cool. Sprich mit Rainer in der Fahrzeughalle. Er wird dir alles Weitere erklären. Fahrzeughalle beim nächsten Mal, oder? Ach komm, ziehen wir noch mit durch. Einer in der Fahrzeughalle. Da war ich noch nicht durch. Kann natürlich auch sein. Ach, ich muss das noch zumachen, so. Nee. So. Jetzt kann ich hoch. Erster. So, jetzt geht's weiter. Du schlägst dich gut. Weiter so. Du wirst bei den nächsten Einsätzen dein Wissen aus diesem Lehrgang nutzen können. Stell dich also darauf ein. Wir sind für heute durch. Genieß deinen Feierabend. Ich hoffe, dass wir uns bald beim nächsten Lehrgang wiedersehen. Tschüss. Ja, auch für euch. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge in 2 Tagen. Bis dahin. Tschüss.